Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Pixelmon mit dem Yannick. Hallo. Ja, ich wollte schon wieder irgendwas sagen. Ich weiß selbst gar nicht mehr, was ich gerade sagen wollte. Du hast schon wieder gestockt, das stimmt. Ja. Daran merkt man es eigentlich. Baust du mal bitte, du hast deine Axt? Ja. Ein, zwei Bäume von den Spruce Wood schon mal ab, weil ich brauche mal irgendwie Holz. Gib dir mal Holz, ich hab da ein bisschen abgesagt. Du hast noch ein bisschen was? Sehr schön. Ich habe nämlich gerade schon einen Baum gefällt. Sehr schön. Immer drauf. Machen wir mal das. Weil wir brauchen ja Zäune für unsere Dings. Ich überlege gerade, was mache ich mir alles. Mache ich mal eine Spitzhacke. Eine Axt. Und erstmal eine Schaufel. Also ich brauche unbedingt eine neue Maus. Mein Scrollrad, das geht gar nicht mehr. Das macht immer komische Sachen. Den Scrollrad macht komische Sachen. Er scrollt nicht mehr so, wie ich will. Und das ist gerade, wenn man hier das Inventar auswählt, das ist Mist. Muss ich ja hier mit Zahlen drücken. Achso, unten, ja. Ja. Naja, ich sag mal so, wenn du jetzt Minecraft PvP spielen müsstest, dann wäre es mit Dings viel besser. Ja. Mit Zahlen. Wenn aber so ein PvP Noob. Da muss man trainieren, ich bin genauso Noob. Aber ich finde Bed Wars sau cool. Ich guck mir das immer bei Debito und Co. an. Ja, Bed Wars, also zugucken macht richtig Spaß, aber ich glaube nicht, dass ich das kann. Also noch nicht. Keine Ahnung. Noch nicht? Man kann es lernen, aber. Selber mal ein bisschen üben. Keine Ahnung, aber ich wollte es mir immer mal probieren. Mal schauen, wie gut ich bin. Ich werde bestimmt in einer Folge zum Pro oder so. Also in einer Runde, meine ich. Werde ich einfach Bed Wars Pro. So cool. So. Wie machen wir das hier? Den setzen wir aber ein bisschen tiefer, oder? Den Teich? Ja. Ja. Wie macht man das am dümmsten? Ein bisschen Erde hier hinsetzen? Machen wir erstmal direkt am Rand zu. Nein, so wollte ich. So. Ach, Scheiße. Sagt man nicht, Mensch. Oh, ich hasse Strömung. Schwimm, geh weg. Oh, schon besser. So, und jetzt theoretisch, wenn wir jetzt die oberste Schicht einfach abbauen, bedecken, bleibt ja die untere Schicht normalerweise erhalten. Wie viel runter muss denn das? Ich mach's einfacher. Wir haben doch den Eimer. Genau, wir könnten ganz einfach noch. Wir machen irgendwo ein unendliches Wasserloch und dann können wir den umschütten, wie wir wollen. Hier läuft schon wieder ein Trainer rum. Level 9, komm, den machst du jetzt aber. Warte, sofort. Halt. Der läuft sogar bei uns hier rein. Der will sogar geschlachtet werden. Wo läuft er rein? Siehst du den hier nicht? Da unten ist er. Den hole ich mir. Level 9, das ist genau mein. Bäm, toll. Ach ja, was mit der Version auch dazu kommen ist, die Trainer reden. Oh, are you a trainer? Trainer 2, let's try out each other's Pokémon. Ja, ja. Du hast Taylor angegriffen. Was soll Lavita tun? Lavita kämpft gegen ein Pikdi. Dann beiß es doch. Was, Sandattacke? Nein, die Grace Attack. Oh, nein, hör auf damit. Dann machen wir mal Sandsturm. Das trifft immer. So, hast jetzt davon. Biss. Jawohl. Ich mach kaputt. Kaputt. Und pick die. Down. Level 10. Jawohl. Und level up. Critical hit. Fainted. Your Pokémon were better than mine. Natürlich. Oh, der hatte bloß eins. Toll. Kriege. So, dann machen wir jetzt. Dann machen wir hier das Wasserloch zu. Ich habe ja oben ein unendliches. Ja. Dann können wir hier unseren Teich neu machen. Nachdem wir mal die Höhe ein bisschen angepasst haben. So. Ach, das ist immer so verlockend, hier diese ganzen Pokémon zu. Ja, einfach wegzuboxen. Nicht zu gehen, aber. Wir müssen jetzt hier mal was machen. Ich habe ein bisschen Holz gesammelt. Ich mache mal hier so innen drinnen weiter. Ja. Oh, da ist ein neuer Trainer. Level 28, ist das was für dich? Der nächste, der uns herausfordert hier.
Ja, wenn er schon herkommt, ne, dann muss ich ihn jetzt eben mal wegmachen. Du nährst hier. Blue Texo hast du, okay. Dann kommt Maroma jetzt im Einsatz. Charmeleon. Warum macht er mich kaputt? Blue Texo. Ah. Das war dein, das war mal ein Macho Mai. Okay, dann muss ich jetzt halt meinen Bertha machen. Warum? Du hast dann noch einen dritten, oder? Ja. Bertha hat mit Emit gekillt. Das hätte ja auch nicht mehr viel, deswegen. Wen haben wir denn hier? Was ist denn das? Ein Habitok. Ein Habitok drauf. Ach, schön. Ganz klein und niedlich. Das waren die bösen Vogel-Pokémon in der Serie. Stimmt. Bertha ist tot, nein. Okay, mein letztes Pokémon. So, dass sie hinten bleibt. Dass die Wolle nicht kaputt geht, gell? Das ist Wahnsinn. Ja. Die schwarze Wolle. Unzerstörbare schwarze Wolle. Ist hier irgendwo ein Biber oder sowas? Ja. Ich hab's gehört. Macht's. Es klingt so blöd. Aber irgendjemand musste die hier einsprechen, also. Macht's. So, ich würde ja sagen, die Steine hier machen wir weg und machen da Gras hin erstmal, oder? Ja, Gras oder Holz und sowas im Eingang. Dann ein Holzweg oder Kiesweg. Ja, einen Weg können wir dann auch noch mal. Müssen wir doch mal schauen, wo, vor allem wo er hinführt dann. Ja gut, wir können ja noch ein, zu, vor allem einmal zum Garten rüber, sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Oh, guck mal, was ich aufgedeckt habe. Wo bist du denn? Na, ach, voll. Da. Oh, Kohle. 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 Ach, schön. Toll. Achso, das war ja erstmal die eine. Jetzt habe ich endlich meine Eisenspitzhacke. Geht schon mal ein kleines Stück schneller. Ah. Angenehm. Oh, das ist gar nicht wenig Kohle. Brauchen noch irgendwie so eine Art Mineneingang oder so. Und Eisen, jawohl. Wir haben ja direkt vorm Haus so eine Höhle, ne? Echt? Ja. Ach, da drüben, stimmt. Da war ja, aber da bin ich ja mal kurz reingelaufen. Da hängt sogar schon eine Fackel. Können wir dann? Ja, stimmt, die habe ich da hingehangen. Oder zumindest, ich habe eine da reingehangen. Da können wir ja dann so eine Art Mineneingang bauen und dann ist das die. Die Mine, vielleicht haben wir ja Glück und finden irgendwas Gutes da unten. Weil, ja. Wenn man jetzt Richtung, auf der Karte Richtung Norden geht, ist auch eine Spalte. Also. Karte Richtung Norden. Ah. Ja, das ist ja nicht auch die Wüste? Wüste habe ich keine gesehen. Aber Meer ist dort. Meer ist dort drüben, ja. So, Fusch am Bau. Zumachen. So. Jetzt wieder ein bisschen Erde erstmal hin. Den Weg können wir nachher noch buddeln, wie wir den machen. Erstmal wird alles geerdet. Wollen wir denn unsere Apricoco-Farm und unsere Dingens einzäunen? Würde ich sagen, ja. Also beide sind ein Gehege. Ja, ne? Wir müssen entweder im einen oder dazwischen zumindest eine Reihe zaunen. Müssen wir mal schauen, wie es am besten aussieht, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie es hier am besten ausschaut. Da noch weg. Mindestens zwei Abstand hier auf jeden Fall. Ach, guck mal. Meine Schaufel hat schon gut gelitten hier. Hier geht es schon gar nicht mehr so schön. Hast du gerade deinen Mülltank rausgehoben? Ja. Ah. Ach, guck mal, da ist doch die Höhle. Ne, auch eine Höhle, das ist noch eine Höhle. Noch eine, ja. Raffel. Läuft ja bei uns. Müssen nur noch unseren Carpator-Teich machen, tief genug. Und wohin? So. Sieht schon besser aus, der Eingang. Zumindest ein bisschen. Oh ja. So.
Es muss nur noch wieder grün werden. Jawohl, und wo? Machen wir mit einer Leiter hoch? Oder willst du eine richtige Treppe bauen? Ich glaube, ich baue hier in der Ecke so eine Treppe hin. Ja. Klingt gut. Klingt nach dem Plan. Klingt nach dem Plan. Nimmst du auch die Saplings mit, wenn die welche droppen? Ja, ich die Bäume? Sie aber gleich wieder ein. Also das sehr schön, sehr schön. Steht. Ich guck mal, ob hier in der Höhle irgendwas ist, die hier jetzt frisch aufgedeckt ist. Ob es sich lohnen würde, die offen zu lassen, oder wenn nicht, schütten wir sie zu. Kohle habe ich schon mal gefunden. Sehr gut, brauchen wir. Haben wir bald echt genug. Damit wir Aprikokos brennen können. Das können wir sogar ein bisschen automatisieren, gell? Mit Hoppern. Ja, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ja. Also mit automatisieren, Redstone-Signal und so, das ist nicht mein. Naja, da brauchen wir nicht unbedingt Redstone-Signal, sondern einfach nur Hopper, das geht. Das ist chillig. Wenn du das kannst. Das kriegt man noch hin. Kohle, Kohle, Kohle. Wahnsinn, wie viel Kohle habe ich denn schon wieder? Fast wieder ein Stack. Läuft. Zang, zaram. Ist eigentlich echt einfach. Du brauchst 3 Hopper eigentlich. Und 1, 2, 3 Kisten. Schon ist automatisiert. Das hört sich ja easy an. Ja. Okay, die Höhle ist leer. Die 3 Fackeln lasse ich mal da unten. Achso, na Monster spawnen zwar ähnlich, aber trotzdem. Hm, nehmen wir mal das. So. Jetzt regnet das schon wieder. Ja. Wer macht denn sowas? Das war ich jetzt. Muss ich jetzt zugeben. Hast du den gegessen oder was? Nicht aufgegessen? Ja. Eine Sauerei. Mutti sagt doch immer, wenn du nicht aufhörst, wird schlechtes Wetter. Stimmt, stimmt, stimmt. Nächstes Mal wieder. Nächstes Mal wieder, ja, hoffentlich. Es hat schon Ende letzter Folge angefangen zu regnen. So. Das war einmal eine Höhle. weg ist sie. So, Terraforming. Das ist ja gut, das guck mal, da ist schon wieder ein Trainer. Welches Level hat er? 27, das ist wieder nichts für mich. Ich muss trainieren. Mann. Ich muss trainieren. Das ist unfair. Ah, Sapling. Oh, 2 Sapling. Wieso? Ich mag, ich weiß nicht warum, aber ich mag Wieso irgendwie. Wieso und Wisenio. Ich mag die 2. Ich bin echt überlegen, ob ich ihn fange, aber es ist halt nicht so stark, ne? Nee. Ein Typ normal, was so und so nicht so der Bringer ist, normalerweise. So. Hast du hier noch eine extra Aprikoko gepflanzt? Nee, das war ich nicht. Soll ich das aus Versehen? Ach, komm weg. Fällt aus hier. Hier wird nichts extra gepflanzt. Wir haben unsere 3 Reihen hier. Das muss reichen. Wir wollen ja nicht übertreiben. Richtig. Wir sind nur zu zweit. Noch. So. Noch, ja. Hat sich schon jemand angekündigt, der gerne mitspielen wollte. Na? Aber noch bleibt es geheim. Oder haben wir das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. So. Hui. Mach mal so. Ibitak, geh weg. Finger weg von unserem Feld, sonst dreh ich durch. Ich mach mal schnell das Wetter aus, ne, indem ich schlafen gehe. Mach das. Der Regen geht mir so auf den Keks. Juhu. Shiny, shiny. Ne, wake, wake, rise and shine. Good morning, everyone. Ah, schon ruhig. So, jetzt muss ich, das kann da rein. Die kommen auch da rein. Die, die, die und die. Das weg. Num, num, num. Wir brauchen dann nur mehrere Kisten, gell? Ja.
Jetzt habe ich einen Eichenholzblock. Was mache ich denn damit? Ich weiß, was ich damit mache. Braucht zwar kein Mensch, aber ich baue daraus einfach eine Workbench. Haben wir noch zwei in der Kiste halten. Kann nie genug haben. Ja, man weiß ja nie, für was man sie noch braucht. So, dann ist das und dann kommt hier irgendwie so eine Art Mineneingang oder sowas hin. Da kann das der Berg auch noch ein bisschen abgetragen werden, aber dann machen wir den nächst. Alles muss ja auch nicht heute sein hier. Aber wir brauchen doch den Carpator-Teich. Der ist wichtig. Der ist wichtig, ja. Der kommt hier oben hin. Und zweitens zum Trainieren, falls wir so schwache Pokémon kriegen. Ja. So, so wie Lavitar. Ist nicht schwach, nur los Level. Ja, genau. Okay, Lavitar ist noch relativ schwach, aber Pupita geht dann schon, aber Despotar haut dann rein. Despotar ist mega männlich. Mega männlich. Der haut ordentlich, Junge. Mal schauen, ob die Größe dann ausreicht. Toll. Das ist meine Schaufel kaputt. Eine neue. Oh, ich muss wieder Fisch essen. Nom 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 nom. Mir fällt gerade ein, ne? Ich habe vorhin abgeerntet ein bisschen was vom Feld und habe die Samen nicht angesät. Sondern in die Kiste geschmissen, ich Depp. Oh. Da fehlen doch noch ein paar Fleckchen. Gut, oh, da sind nochmal zwei Reife. Jawohl. Wenn die Bäume nicht mal schneller wachsen hier. Ja. Komm mit. Danke. Hä? Wo ist der Samen hin? Ach, dort. So. Und da noch. Läuft. Jetzt habe ich ihn schon wieder ein Sapling in der Hose. Ja, genau. Ich hab Saplings in der Hose. So, liegt noch irgendwo einer rum? Ne. Jetzt brauche ich noch eine schnelle neue Schaufel und dann rüttle ich den Teich zu Ende. Ach ja, genau, Eisen. Irgendwie habe ich gerade wieder schon wieder Hänger drin. Was ist los? So. Schaufel dahin. Trainierst du schon wieder heimlich? Ich wollte eigentlich Bäume suchen und dann bin ich aus Versehen gegen ein Pokémon angetreten hier. Aus Versehen. Ach, das. Ach, es hat mich aus Versehen, habe ich es angegriffen. Ja. Ganz nur aus Versehen. Oh. Nein! Ach, jetzt mache ich meine unendliche Wasserquelle kaputt. Fichtenbäume. Sprucewood, sind das Fichtenbäume, ja, gell? Ja. Dahin. Dahin nochmal. Guck mal, ja, oh Gott. Dritte. Da mal auch schon. Da nochmal. Da können wir. Jawohl, jawohl, läuft. Carpator-Teich ist fast fertig, muss nur noch ein bisschen tiefer gebuddelt werden. Oh, er ist schon mal als Teich. Jetzt muss er nur noch ein bisschen tiefer werden, weil ich nicht glaube, dass in dem einen tiefen Carpator spawnen. So. Denke ich zumindest mal. Ich weiß es nicht sicher. Das ist ja viel zu wenig für einen Carpador. So. Ne, wieder hoch. Was? So, Carpador-Teich. Können wir noch eins tiefer? Ich denke mal noch eins tiefer, oder? Was ist das? Granit? Achso. Granit. Gibt's auch noch. So, da haben wir doch drei tief, das sollte ausreichen, denke ich. Denke auch. Unten ist jetzt auch Stein. So. Und dann können wir uns langsam wieder treffen, gell? Ist nämlich schon wieder 20 Minuten. Hammer. Hui. Das ging aber mal wieder fix rum, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Vor allem, wenn man so produktiv ist. Zack.
Warte mal, die drei können wir noch. Was ist denn das? Ach, ein Snubbull. Nee, nicht Snubbull, ein Granbull. Granbull? Nein, da rennt ein Taurus bei unseren Feldern rum. Taurus? Taurus? Und jetzt rennt das Snubbull, nee, nicht das Granbull rum. Jetzt kämpfen die auf unserem Feld. Muss das sein? Macht's nicht kaputt? Nicht kaputt machen. Lasse Teile. Das ist ja heile. Hier werden nach und nach unser ganzer Maisreif, wollte ich schon sagen, unser Weizenreif. Was ist denn heute los? Ich verwechsel schon wieder alles. Macht nichts. Das Taurus Level 25. So, Lavita, Level 9. Du schaffst das eh nicht. Ich probier's mal mit Sandsturm. Oh, was macht das? Sandstorm Rage Eile. Hast du mich jetzt nie angegriffen? Oh. Tail Whip. Wie heißt es hier? Rutenschlag. Aber trotzdem tausche ich dich jetzt aus. Morabel, los. Taurus and Rest. Sleeping. Was? Nein, nicht schlafen. Jetzt macht er Erholung. Lebensschelle. Jawohl, Critical Hit. Jetzt kämpfe ich auf dem Feld. Ich bin da. Ach, Mann. Jawohl. Ich werde demnächst echt nochmal das Rotieren ausschalten. Oh, oh, es ist bald tot. Lebensschuss. Lebensschuss. Nein! Ist besiegt. Scheiße, wenn das jetzt Erholung macht, war's das. Nee, Lavita ist tot. Nein. Ich hab noch. Jetzt kämpfen die. Toll. Taurus, geh weg. Kannst du mal bitte das Taurus besiegen, dass der nicht weiter auf unserem Ding rumkrabbelt? Ja. Aber warte, das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder drüber jetzt. Durch das ganze Gelaber. Okay, gut. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Würden uns über Feedback freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.